Willkommen zur letzten Folge in dieser Session bei den Schlümpfen. So, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie wir das hier eigentlich handeln sollen. Ich überlege, ob ich das vielleicht mit einem Sprung erstmal beginne. Ups. Falsche Taste. Das war doch ganz gut. Hier noch. Das hatten wir uns ja letztes Mal geholt. Wo ich gerade das so sehe, Dorf. Der Strand, da waren wir noch gar nicht. Wo soll denn der Strand sein? Noch drei und ich wette, die sind nicht da am Ende irgendwo. Vielleicht noch eins, aber die anderen habe ich dann schon wieder übersehen, oder was? Toll. Und hopp. Wofür ist er da? Okay. Ja. Scheiße. Keine Ahnung, wo ich dann schon wieder was übersehen habe. Das nervt mich ja so ein bisschen. Ach, wir landen trotzdem wieder hier. Hallo. Aber wo ist denn der Strand? Das würde ich gerne noch rausfinden. Die Felder? Der Eingang, der Strand. Okay. Hey, wie geht's dir? Der Strand.
Aber wir haben hier Minimum auch noch eine Stelle, wo... Genau hier. Wie komme ich da rauf? Hä? Okay, keine Ahnung, wo jetzt noch 5 von den Dingern waren. Ich schaff's nicht! Da habe ich noch gar keine Ahnung. Okay, wir müssen jetzt rausfinden, wo der Strand ist. Der Wald. Die Felder, der Platz. Und wo ist jetzt der Strand? Der Strand. Der Strand. Der Strand. Ja, den Heilpflanze habe ich jetzt auch gesehen, aber das bringt mir so erstmal gar nichts, weil ich ja nicht rankomme. Okay, wir haben das Ding. Aber wie komme ich da ran? Ich müsste wieder... Ja. Müsste wieder so eine Pflanze zum Ballern haben. Und ich vermute mal, jetzt müsste ich hier auch raufballern dann. Aber ob ich das zeitlich hinkriege, wage ich zu bezweifeln. Ne. So wird das nicht. Alle hopp. Und hopp. Hopp, hopp, hopp. Aber hier ist sonst nichts. Ach, ich kann ja auch irgendwie freischalten, dass wir schießen können, ne? Das brauche ich dafür. Mist. Okay. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, was uns fehlt. Thank you.
Das wäre dann auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Jetzt müssen wir gucken, was das kostet. Ah, auf jeden Fall müssten wir da zu Gargamel kommen. Und wir brauchen auch noch Pilze. Geh zu Gargamels Hütte. So ein Zielpunkt ist sonst aber nicht zu sehen, ne? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich über die Karte tatsächlich gehen. Na gut. Hallo, Leute? Könnt ihr mich hören? Ja, hier, Papa Schlumpf. Hast du schon Gargamels Haus erreicht? Ja, aber hier draußen ist es stockfinster. Ich kann kaum etwas schlumpfen. Das hilft dir vielleicht dabei, unbemerkt hineinzugelangen. Ich weiß, dass Schleichen nicht deine größte Stärke ist, Hefti, aber versuch dieses eine Mal diskret vorzugehen. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich werde so leise sein wie die Mücke. Bzz. Mücken sind nicht leise. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, man geht erstmal zur Hütte. Dass man die auch von außen sieht, das wäre eigentlich cooler gewesen. Fantastisch! Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Alle hopp! Und hopp! Oh, ein Porträt der Katze. Yippie! Alle hopp! Heiliger Strohkopf, es ist Gargamel. Hoffentlich sieht er mich nicht. Was führt er diesmal im Schilde? Jetzt noch ein wenig Nachtschatten und ein klitzekleines bisschen Rizin. Damit wird die Blattpest gedeihen. Die Alraune nicht zu vergessen. Azrael, ich finde den Nieswurz nicht, den ich im Sumpf gepflückt habe. Hoffentlich hast du ihn nicht weggenascht, als ich nicht hingesehen habe, du miese Flohschleuder. Nieswurz? Aus dem Sumpf? Schlumpfine meinte doch, er hätte dort irgendetwas gesammelt. Und hopp! Alle hopp! Das Teil mache ich im Handumdrehen kaputt. Sonst will ich nicht mehr Hefti heißen. Was war das für ein Krach? Warst du das, Azrael? Oh, Schlumpf. Er muss mich gehört haben. Zum Glück bin ich gut versteckt. Was hast du diesmal kaputt gemacht, du Schwachkopf? Okay, ich denke mal, wir dürfen vom Licht nicht gespottet werden. Ah ja, unten rechts steht's ja. Oh Gott, bin ich blind. Nein! Oh, jetzt bin ich wieder hier. Oh oh.
Und hopp! Top. Alle hopp. Das Geräusch kenne ich. Das muss wieder eine dieser räudigen Ratten sein. Gut, machen wir hier in der nächsten Session noch weiter. Spitze bedanke mich. Bis denn.